Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich zeigen, wie das Videosignal eurer PlayStation 3 auf eine Elgato und auf eurem Bildschirm gleichzeitig bekommt, in HD. Denn derzeit ist ja immer das Problem, dass die PlayStation 3 HDCP unterstützt, das dann zur Elgato kommt und wenn dies weiterleiten will zum Bildschirm, das Signal nicht wiedergeben kann, da das Signal HDCP verschlüsselt ist. Das ist eine besondere HDMI-Verschlüsselung, welche es nur erlaubt, auf einem Gerät das Videosignal auszugeben. Und ich habe hier die Lösung. Ihr habt hier einmal eure PlayStation 3. Die verbindet ihr mit einem HDMI-Splitter. Und den verbindet ihr mit Bildschirm und Elgato. Jeweils mit einem Kabel. Das heißt, ihr benötigt drei HDMI-Kabel, ein Elgato oder ein anderes Aufnahmegerät, das HDMI unterstützt. Und einen HDMI-Splitter. Und dann noch den PC und sonstige Hardware, die die Daten von der Elgato aufnehmen. Und natürlich Bildschirm und PlayStation 3. So, und nun kommen wir in die Realität. Einmal ein paar Produkte, die es unterstützen. Das ist einmal hier dieser Ligabo HDMI Splitter zweifach. Kann man hier in die Beschreibung schauen. Er unterstützt einmal 1080p und HDCP. Das heißt, es funktioniert so, dass das Bildsignal von der PlayStation 3 zum HDMI Splitter gelangt und der das dann entschlüsselt und unverschlüsselt oder jeweils einzeln verschlüsselt, das weiß ich jetzt gerade nicht genau, an die beiden Geräte weitergibt. Auf jeden Fall so, dass sie es unterstützen. Ich denke mal, da wird auch noch ein Handshake ablaufen und das funktioniert. Ja. So. Noch einmal die Daten der Elgato. Steht nämlich, dass sie die Xbox 360 auch in HDMI unterstützen würde, wenn es unverschlüsselt ist. Bei PlayStation 3 nur AV, weil es halt verschlüsselt ist. Das um hier zu zeigen, dass es gehen müsste. Beziehungsweise funktioniert mit 1080p. Und ja, hier noch einmal zu Daten der PlayStation 3. Mit dem mitgelieferten AV-Kabel bekommt man eine Auflösung von 480i hin. Was jetzt nicht gerade so hübsch ist. Denn ihr wisst, die Videos für YouTube aufsehen oft mit 480i bzw. P. Und wenn ihr eure Videos in der Qualität aufnimmt und sie hochladet und auch wenn sie auf 1080p rendert, das sieht nicht hübsch aus. Ich könnte, denke ich mal, hier am Anfang des Videos nochmal einen kleinen Vergleich machen von einem 1080p und einem 480p Video. Denn das könntet ihr mit einem HDMI-Kabel erreichen. 1080p nämlich. Ja, das war jetzt ein komischer Satz, egal. Ja, auf jeden Fall mit so einem HDMI-Splitter sind hier beide etwa dieselben. Der unterstützt dann zusätzlich 3D, der hier nicht. Oder andersrum. Ja, hier ist hier 3D, aber der ist irgendwie günstiger und der ist teurer. Also habe ich erstmal beide genommen. Die sind eigentlich ziemlich gleich. Ich werde auch mal die Links in der Beschreibung tun und ja. Ich hoffe, ich kann euch weiterhelfen und ihr könnt nun mit eurer PlayStation 3 endlich HD aufnehmen. Und man muss nicht mehr diese ganze Grütze auf YouTube anschauen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Video. Im nächsten Video zeige ich euch auch dann noch, wie ihr euren Ton und den Ton, also den Ton, den ihr redet, eure Skype-Konversation und den Ton des Videos in einem Video bekommt und es rendern könnt. Und das Video natürlich auch. Und dann sage ich bis zum nächsten Video.